Hallo, hallo, mein Name. Boah. Das erste Video 2021. Und ich sag mal wieder: Servus, Perform Store Friends. Wir sind hier in München. Ja, mein Bein ist jetzt ein bisschen eingerostet, deswegen schwätzen wir einfach Schwäbisch, das, was wir können. Wir sind heute hier bei Easy Performance. Für alle, die es noch nicht kennen, Easy Performance, was machen die? Die machen es komplett rund ums Auto herum. Felgen, Folierung, Software, Fahrwerk, das volle Programm. Und die Jungs eröffnen am 1.4. Man kennt die Jungs auch, die haben eine Autovermietung, eine Sportwagenvermietung. Das heißt, alles, was brummelt, was AMG ist, was Sound macht, das gibt es hier in München bei denen. Und die haben jetzt gesagt, hey, wir machen nicht nur die Vermietung, sondern wir richten auch die Autos her, weil Autos, das ist genau unser Ding. Du hast eine Nachricht bekommen. Und deswegen hat er uns angerufen und hat gesagt, ey, ich habe, wie sagst du immer so schön, eine bodenlose Frechheit. Deswegen, Jungs, wir müssen hier ganz dringend was machen. Und ja, wir sind dann ausgerückt, hatten weichen Gedanken durch Corona. Wir haben natürlich auch alle Masken an, wenn wir näher zusammenkommen. Wir halten natürlich alles ein, so wie sich das gehört. Was haben wir hier? Wir haben hier Säulenhebebühne, dahinter haben wir eine mobile Hebebühne, haben Detailing-Lichter oben drauf. Wir haben einen brutal hallenden Raum, deswegen ich hoffe, es geht mit dem Mikrofon. Sandro, halt mal deine Schnauze, okay? Ich habe eine Schnauze, wenn ich rede. Danke. Ja, ich liebe das Geräusch, wenn du deinen Mund hältst. Das heißt, wir haben hier die Säulenhebebühne, haben da hinten die Detailing-Lichter. Und eine bodenlose Frechheit, was wir jetzt in eine bodenhafte Frechheit verwandeln werden. Dankeschön. Was macht ihr? Ich weiß, das wird schwer einteilen. Ja, aber doch. Ich denke auch. Ja. Ich denke auch. Genaue albanische Maßeinheit. Schuhgröße? 42. Okay, mir. Okay. Sag mal, hat den Plan, wie soll das nachher aussehen? So. Viele haben ja immer das Problem, gerade in der Werkstatt, die können sich das nicht vorstellen, sagen immer, wenn das Öl runterläuft, wenn Kühlwasserflüssigkeit runterläuft, egal was, auch mit den Jungs hatten wir es darüber. Das Tolle ist, die Jungs, die haben hier unten solche Abflüsse, wo es ablaufen kann. Und das Tolle ist einfach, wenn ich jetzt hier einen Ölwechsel mache an der Bühne, kann ich dann praktisch mit dem Kercher das einfach abdampfen und das läuft ja dann da rein. Sprich, wie wenn die Fliesen nicht da wären, kann ich das genauso behandeln. Abziehen muss ich das Ganze nicht, weil ich eben diese natürliche Hinterlüftung habe. Und deswegen, wenn ich an der Werkstatt an der Hebebühne einen Abfluss habe, hat nichts Besseres. Boden drauf machen mit dem Kercher drüber, das heißt, das drunter ist sauber, das kann austrocknen. Und wenn nicht, dann nehme ich einfach dieses Werkzeug hier, hat man normalerweise, wenn man eine Werkstatt hat, kann dann praktisch rein und kann den Boden ausklipsen an der Stelle, wo ich eben was habe. Was jetzt auch schon viele gemacht haben, die haben einen Malervlies genommen und haben dann praktisch einen Malervlies unter den Boden gepackt. Da hat es aufgesaugt, haben das aufgemacht, rausgezogen, drunter gemacht, zugemacht. Sache von 30 Sekunden, wie beim Kind, Pampers wechseln. Fertig, aus, Ende, erledigt. So viel zu dazu, dazu zu viel, so viel, ja. Viele kennen ja das Problem, dass wenn man es unseren Boden hat, dann fragen sie immer, kann man einzelne Elemente ausklipsen? Wie mein Bruder ja schon gerade gesagt hat, ja, kann man. Und hier sieht man, das ist eigentlich ganz gut, hier hat man eine Rinne drunter. Und sollte die, ich weiß nicht, sieht man sie? Hier ist die Rinne drunter. So, solltet ihr die jetzt verstopfen, unser Boden ist ja durchlässig, solltet ihr die mit Holz oder mit irgendeinen anderen Werkstoffen verstopfen, kann man hergehen mit diesem Ochsenfuß, glaube ich, heißt das, Ochsenfuß, Schraubenzieher. Gänsefuß, oder? Ja, kennen wir noch, mit dem Ding halt. Ja, genau, mit dem Ding halt. Da muss man gucken, die Ösenausrichtung, die ist jetzt bei uns unten und links, dann weiß ich, ich muss sie in der oberen rechten Ecke, immer diagonal, also gegenüberliegend, fahr dir rein mit diesem Ochsenfuß, guck, dass die Bodenplatte nicht beschädigt. Und zieht einfach die Bodenplatte raus. So, jetzt könnt ihr hergehen und fängt hier an, die Bodenplatte wieder auszubauen. So, Schacht ist frei und bereit zum Reinigen.
Gut, und genauso schnell, wie es draußen ist, habe ich es dann auch wieder drin, oder? Genau, richtig. Ja. Eigentlich Ösenausrichtung anpassen. Verlegte Ware ja dann schon. Ich empfehle immer erst mit den Stiften einzuklicken. So, dass das schön im Raster ist. Und das war's. Der Boden ist wieder drin. Perfekt. Sind wir? Ja. Auch ein oft gefragtes Thema ist, sehe ich den Boden, der drunter ist, durch. Wenn ich praktisch so dastehe, dann kann ich sagen, ja okay, sehe ich. Aber im Normalfall sieht man das Ganze nicht. Ja? Also von dem her gar kein Problem. Da haben wir noch jemanden, der Kaya. Kaya, komm mal her. Durch den Boden auch. Und was hast du zu mir gesagt? Kaya exklusiv hier in München auch zu Besuch. Muss gucken, was geht. Richtig. Also ich habe den Boden auch bestellt bei den Jungs. Ich mache den Boden einmal in der Woche sauber. Es fängt fast kein Schmutz auf, also man sieht gar keinen Schmutz und ich habe komplett schwarze Fliesen, wo man eigentlich sich denkt wieder so, boah krass, da sieht man alles gar nichts, nichts wirklich. Also auch da pflegeleicht. Sehr pflegeleicht. Ja. Ja. Mega cool. Bestimmt. Okay. Guck, zu Besuch und schon hat es sich gelohnt. Ja. Ja, zum Thema zurück, das heißt Boden unter drunter, gar kein Problem, sehe ich überhaupt nicht, habe ich kein Problem damit, weil auf die Fläche gesehen, schaffe ich das gar nicht, den Boden unter zu sehen. Natürlich, wenn ich gegenüber komplett drüber stehe und ich möchte den Boden sehen, dann sehe ich ihn auch. Aber dann muss ich schon genauer hingehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Oh mein Gott. Bis später. Gleich nochmal. Ja, Performance Friends, was soll ich sagen? Wir sind fertig. Das heißt, diese bodenlose Frechheit haben wir jetzt in die bodenhafte Freshheit verwandelt. Die Jungs von Easy Performance sind mega glücklich und sagen, boah, geil, unsere Halle, die schaut jetzt richtig sauber aus, mit dem leichten bayerischen Dialekt, wo sie ohne Chor. Von dem her, was haben wir hier? Das heißt, wir haben hier diese Leistungssteigerung, Umbauten, Felgen, Tuning. Dann haben wir auch noch Folierungen. Die Jungs, die haben sich hier richtig was Schmückes, was richtig Schönes aufgebaut. Und wir gucken uns mal kurz ein paar Details an. Das heißt, wir haben hier diese Hebenbühnen. In den Hebenbühnen haben wir dann außen die LEDs. Und auch hier, wie immer, wie wir es ganz oft sagen, den Vogel. Jetzt werdet ihr denken, oh, so viel Platz, da bleibt doch der ganze Dreck hängen und. Hey, da gehe ich mit dem Staubsauger mal kurz vorbei, weil ich mache ja eh alles sauber, nachdem ich fertig bin mit Arbeiten, dann ist das gar kein Problem mehr. Aber wir haben das hier hinten im Eck, haben wir das den Jungs demonstriert, weil die haben auch gesagt, boah, Gianni, so viel Dehnfuge. Kommt mit. Hier haben wir Wuchtmaschine, Wechselmaschine, alles schön sauber auf dem Performance Floor. Hier kommen, wie gesagt, die LEDs rein. Und wenn wir uns die Kante da hinten mal anschauen, das war mal 3 cm Dehnfuge. Heute Mittag kam die Sonne und hat praktisch auf dem Boden gescheint. Es hat sich erwärmt und dadurch haben wir jetzt hier nur noch 1,5 cm. Ja, 2. Ja. Oder 2. Ja. Ja, das Tor war, das war unser Startpunkt. Also wir haben wirklich mit 3 cm Dehnfuge ausgerichtet, gestartet. Genau. Dann war das Tor offen und... Ja, die meisten haben halt immer Angst und sagen, oh Gott, 3 cm, 3 cm. Ja. Lass den Boden mal ein bisschen arbeiten, ein bisschen warm werden, ein bisschen sich ausdehnen, auch wenn der liegt. Der kommt aus dem kalten, von der kalten Palette, aus dem kalten Auto, je nachdem. Und wird dann erstmal hierher gebracht und dann wird es hier warm. Und dann dehnt er sich ein bisschen aus, kennt man ja vom Laminat. Was haben wir da drüben? Hier drüben haben wir eine mobile Hebebühne.
Auch hier sauberer Arbeitsplatz, schön eingegrenzt. Für Bilder, für die Fotos, immens wichtig, für Instagram. Es sieht einfach geil aus. Dann haben wir noch hier diese Warmwand. Auch hier die Info an alle euch da draußen, die ihr schon gefragt habt. Wir sind dran. Also wir wollen die auch in Zukunft anbieten, weil einfach die Nachfrage bei uns so groß geworden ist, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal nach einem Kontakt, dass wir da was kriegen. Auch hier wieder 3 cm Dehnfuge, die ist jetzt auf dem Boden. Das heißt, wenn ein tiefes Auto kommt, spart man sich doch nochmal eine kleine Differenz. Ja, normalerweise kann man die mobile Hebebühne ja wirklich auf unserem Boden stellen. Ja. Aber man gewinnt halt durch flache Autos nochmal 2 cm. Ja, absolut, ganz klar. Mhm. Das heißt, hier würde ich sagen, sind wir fertig. Jungs, vielen Dank für Speise und Trank an dieser Stelle. Und schaut auf jeden Fall vorbei bei Easy Performance. Und die machen auch Easy Rent, das heißt Sportwagenvermietung. Und dann noch dieses Tuning. Schaut gern vorbei. Die Verlinkung habt ihr hier unten im Video. Stresst voll die Fliege, gell? Ja. Die Verlinkung habt ihr hier unten im Video. Und ja, wir sagen jetzt, wie immer, mit einem Klick zum perfekten Auftritt. Und ihr wisst ja, alles andere, außer der hier, ist eine bodenlose Frechheit. Bis dann, macht's gut. Ciao.